Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich sollte doch mal auf Rechtsmedizin von Hearon reagieren. Ja, er war in der Rechtsmedizin mit einer der, ich glaube, würde sogar sagen, einer der besten Rechtsmediziner in Deutschland oder fast schon weltweit, Michael Zurkus. Er schreibt selber auch Bücher und ja, ich glaube, er kann wirklich jeden Tod aufklären. Wenn der das nicht schafft, dann schafft es niemand. Und ich sollte eigentlich auf die erste Folge reagieren, aber die erste Folge habe ich mir schon angeguckt bis zur dritten. Und die vierte Folge kenne ich noch nicht, deshalb gucken wir uns jetzt mal die vierte Folge an. Seid gespannt! Der Fall ist insofern ganz spannend, weil in mehreren Gefrierfächern verschiedene Leichenteile gefunden wurden. Aber damit hat sich tatsächlich jemand mit dem Seil erhangen, ja. Hier hat er offensichtlich zweimal in dieselbe Region gehauen, hier nicht ganz so heftig. Nee, okay, dann machst du es nicht. Gut. Wir haben hier mal ein Beispiel für Schrotschussverletzungen. Du siehst da über diese ganzen kleinen Schrote. Das sind diese ganzen kleinen. Genau, das sind diese hier, die wir dann hier sehen. Das ist dann eben diese die Plastikhülle, in der der Schrot drin ist. Cool. Ihr müsst euch mal vorstellen, ne? So Rechtsmedizin, muss ich sagen, ist ein sehr spannender medizinischer Bereich. Ne? Vor allen Dingen auch die Patienten, die stellen da keine Fragen. Und ist natürlich auch sehr interessant, die Todesfälle, auch wenn die sehr tragisch auch sehr, sehr oft sind, die Todesfälle dann doch irgendwie aufzuklären, als wie die gestorben sind. Und ich stelle mir das immer wieder vor, wenn zum Beispiel jemand von einer Schrotflinte, die streut ja, ne, wenn jemand von einer Schrotflinte abgeschossen wird oder von Zug überfahren wird oder von LKW überfahren wird, wie heftig das sein muss, wenn die Leiche dann auf den Reparatorentisch oder ich weiß gar nicht, wie der Tisch heißt, dann landet, ne? Also man ist dann, glaube ich, erstmal so ein bisschen, man muss dann erstmal schlucken, aber ich glaube, in dem Moment muss man einfach denken, auch wenn das jetzt hart klingt, ist halt nur die Hülle. Ist jetzt nicht mal der Mensch, ist nur noch die Hülle, ne? Aber kurze Frage, wenn jetzt jemand durch Schrot erschossen wird und bei Ihnen landet, sammeln Sie denn alle Schrotkügelchen raus? Nein, alle nicht, aber exemplarisch einige für die Kaliberbestimmung und auch für die Ballistiker von der Polizei, die das dann übernehmen. Und wir haben hier einen ganz schönen Fall, das ist jetzt eben auch wieder aus dem 3D-Drucker. Wir sehen hier, oder mal jetzt, muss ich gucken. Also das ist jetzt das Schädelmodell nur in klein, so groß war der 3D-Drucker dann doch nicht. Und hier sehen wir dann eben so eingesprengte Knochensplitter. Das ist dann im Prinzip ähnlich wie mit den Hammerschlägen, dass eben diese Hirnschwellung bzw. Zerstörung von Hirngewebe zum Tode führt. Hier ist ein Projektil. Das ist ein Projektil. Ach, so sieht das drin aus dem, genau. Zeig mal. Genau, das mal aufgeschnitten, um mal zu zeigen, so mit Treibladung. Und das ist jetzt mein, vom Wabbel her könnte es auch mein Bauch sein. Nö, ist meiner. Ja. Das hier ist fester. Und das würde dann passieren, wenn das bei mich, genau, trifft? Genau, das ist einfach mal die Streuung. Das ist das, was. Ach, guckt euch mal die Streuung an, ey. In einer Zeitspanne von Millisekunden im Körper bzw. im Gehirn passiert. In diesem müsst ihr euch mal vorstellen, wenn jetzt so ein Schrotflinter auf eine Vene trifft, so auf eine Arterie trifft und sowas. Ich glaube, da kann selbst der beste Notarzt der Welt nichts mehr machen, ne? Weil du hast ja nicht nur dann eine Verletzung, sondern durch die Streuung hast du natürlich dann tausende Verletzungen, ne? Obwohl man sich eher seltener in den Arm schießt, was ja leider der große Fall ist, solche Verletzungen sind dann doch eher, ich denke mal, schon Suizide, was ja sehr traurig ist. Aber erst den Mut aber auch zu finden, sich in dem Moment in den Kopf zu schießen, das ist auch wieder heftig. Das ist eben so, dass Gewebe unfassbar schnell beschleunigt wird und das führt eben auch fernab vom eigentlichen Schusskanal zu Quetschungen und tödlichen Verletzungen. Deshalb würde man ja denken, gut, wenn jetzt irgendwo ein Schuss durchgeht,
das muss ja nicht tödlich sein, nee, aber das ist die Sprengwirkung, die man hier eben in diesem Gelatine-Block ganz gut sieht. Dann haben wir hier so ein paar selbstgebaute. Oh, das kenne ich. Das hatte ich früher mein Opa. Ich weiß leider nicht mal, wie die Dinge heißen, aber da kommt, glaube ich, vorne so ein Bolzen raus und damit tötet man zum Beispiel auch Kühe auf dem Bauernhof. Und mein Uropa, der hat einen Bauernhof und ich bin damals so mit einer Kuh, die Mimi, nee, keine Ahnung, wie sie hieß, aber ne, wandern gegangen, angeln gegangen, ne? Total dicke Freundschaft gehabt, was ist, abends, also ich wusste es damals nie, ne, also so, hab mich halt gewundert, wo so die Kuh hin ist, so, also das Essen hat geschmeckt, ne, also ich wusste es aber damals nicht, dass es, ja, die Kuh war, ne, und, aber ihr müsst euch mal vorstellen, ne, ist ein selbstgebauter Bolzenschuss, Bolzenschussgerät, heißt das so, Bolzenschussgerät? Wir nennen es einfach Bolzenschussgerät. Keine Ahnung, wie das Ding hier heißt. Selbst gebaut. Das bedeutet ja, es impliziert ja irgendwie, ich denke mal eher Suizid. Und wenn man sich aber mal so überlegt, wie, auch wenn das jetzt sehr krass klingt, aber wie kreativ eigentlich die Menschen sind, die leider diesen traurigen Schritt gehen. Wie kreativ die Menschen sind. So ein Bolzenschussgerät, auf so eine Idee kommt man ja nicht sofort. Gut, man könnte jetzt sagen, er hat auf dem Bauernhof gearbeitet. Vielleicht ist er mit solchen Geräten in Berührung gekommen. Ich denke mal, so ein Polizist kommt natürlich ein bisschen schneller an eine Pistole. Und so, dann nimmt man vielleicht eher die Pistole oder ein Arzt. Weiß ich nicht. Dann würde vielleicht eher so Tabletten nehmen, weil man vielleicht sich da in dem Bereich besser auskennt. Aber ne, wenn die Kreativität nicht in so Tötungsmaschinen reingesteckt hätten, sondern eher was mit der Energie gemacht hätten, ne, was es eigentlich für intelligente Menschen sind. Ne? Das ist eigentlich immer so traurig zu sehen, was die drauf haben und dann doch den Schritt gehen und sagen, nee, für mich gibt's keine Hilfe mehr, was ja leider so der fatale Fehler ist. Und das möchte ich auch euch jetzt da draußen nochmal sagen, alle, die an sowas denken, sucht euch definitiv Hilfe, weil, ja, das Leben hat nicht nur Scheiße zu bieten, sondern auch ganz, 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 ganz viel Gutes. Und ich finde das immer wieder so heftig zu sehen, was für Ideen so manche kommen. Das ist so krass. Also, ne, mit der Kreativität. Schussapparate, die auch tatsächlich eingesetzt wurden bei Suiziden. Ich versuche dann immer zu verstehen, warum man sich, wenn man Suizid macht, den so macht. Also wir sehen ja schon bei Suiziden so eine, wie wir es nennen, Rechtsmediziner haben immer so ein bisschen komische Begriffe, berufliche Tönung. Berufliche Tönung heißt, Tönung dass oder der Tönung? Arzt sich eher mit speziellen Medikamenten, wir wollen ja nun hier auch nicht die Anleitung zum Suizid abgeben, sondern dass der eben speziell sich mit Medikamenten, wo er weiß, das verändert jetzt meinen Blutdruck, das verändert im Zusammenspiel mit anderen Medikamenten meinen Zuckerstoffwechsel, dass er dann verstirbt. Elektriker mit Strom wahrscheinlich? Mit Strom, zum Beispiel dieser Fall des Piratenpolitikers hier, der sich 2016 mit Strom getötet hat. Der war eben auch im Bereich Elektrotechnik unterwegs gewesen. Und der wusste genau, wenn ich das so mache. Ich muss genau dazu sagen, ganz kurz, dass man dem Michael übelst gerne zuhört. Ne? Der hat irgendwie so eine ruhige, klare Stimme und ist auch, ich finde, man hört den übelst gerne zu. Also der hat ja damals eine Serie gehabt, die habe ich mir damals, da habe ich glaube alle Folgen angesehen, ich weiß leider nicht mal, wie sie hieß, Den Tod auf der Spur, irgendwie sowas, ich gucke ja sowas sehr, sehr, sehr gerne, ich gucke ja auch gerne hier Medical Detektive heißt es, glaube ich, und, also sowas gucke ich schon relativ häufig und seine Serie kenne ich auch noch, Und der ist irgendwie so ein sympathischer Dude, ne? Wenn man mal überlegt, normalerweise denkt man sich so Rechtsmedizin, ne? Dass man natürlich da jetzt nicht früh hingeht und ey, heute wird wieder gearbeitet, ne? Ist irgendwie klar.
Ne? Aber ich glaube, viele stellen sich natürlich auch so einen Rechtsmediziner oder Präparator, die dann eher so dann alles also unterstützen, assistieren, stellt man sich ja dann eher so vor, hier, keine Ahnung, die haben keinen Humor oder sind irgendwie so, ja, mit denen kann man sich nie wirklich unterhalten. Aber find ihn echt sympathisch. Also ich könnte mir so übelst gut vorstellen, wenn der jetzt so eine Netflix-Serie machen würde, würde ich mir alle Folgen angucken. Wirklich alle Folgen, weil das so interessant ist. Keine Ahnung, Rechtsmedizin, ungelöste Fälle oder wir decken auf oder okay, ich lasse es mit Titeln. Und dass eben Menschen, die zum Beispiel in Schlachtbetrieben arbeiten, sich auch dann häufig mit Bolzenschussgeräten suizidieren. Bolzenschussgerät? Oh. Habe ich das vorhin gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach so. Ne, das ist so ein Bolzenschussgerät hier. Boah, also normalerweise ist das Bolzenschussgerät dafür da, da kommt die Kuh, kriegt einen platzierten Schuss, genau, dass sie nicht viel merkt. Da wird hier ein Treibsatz reingesetzt und dann kommt eben dieser Bolzen ganz schnell raus. Und ohne Projektil, sondern einfach ein Bolzen, der mit unheimlicher Beschleunigung rauskommt, einmal hier. So wie es dann hier aussieht. Genau, da hat jemand mit sich so ein Gerät selbst gebaut, und zwar dieses hier. Und hat dann, ehe er sich suizidiert hat, Schussversuche unternommen. Das sehen wir dann eben hier. Der wollte eben sicher gehen. Der wollte wissen, wie tief geht's rein. Aber guckt euch das mal an und überlegt jetzt so, er wollte sich sicher gehen so, ne? Und wenn man sich das so anguckt, da weiß man, okay, da ist man weg, definitiv. Aber wenn man das dann so ausprobiert, da habe ich eher immer so das Gefühl, dass die Menschen dann in dem Moment vielleicht eher Panik bekommen, weil die sich denken, scheiße, nee, kann ich doch nicht machen. Aber guck mal, der hat das irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal getestet. Und nach, also beim 9. Mal hat er sich das selber, boah, das ist so krass, ey, wenn man, boah. Was? Nee. Das ist, boah. Ordentlich das ist tief. Heftig. Ordentlich tief. Da muss man aber schon entschlossen sein. Da muss man entschlossen sein, ja. Also wenn man jetzt mal nur die Idee kurzzeitig hat und dann einmal in so ein Holz reinballert, überlegt man ja nochmal, mache ich es wirklich? Ja, da musst du wirklich total entschlossen sein. Was mir dann immer im Kopf rumgeht, ist, wenn die Leute diese Energie, die sie auf sowas verwenden, in ihr Leben oder was Positives setzen würden, dann würden die viel erreichen können. Ne? So, was haben wir denn da noch? Noch mehr Schädeldecken. Ja, also jede Menge Schädelverletzungen, die haben wir nur schon gesehen. Oh, ist das eine Aorta? Das ist eine Aorta. Was ist eine Aorta? Scheiße, das sieht aus wie eine Vene. Nee. Hier geht's am Herzen weg. Das ist der Aortenbogen, das ist der absteigende Teil. Und hier ist eben ein Schussdefekt zu sehen. Und da kannst du dir natürlich auch gut vorstellen, wenn ein Projektil durch diese große Körperhauptschlagader geht, dass du so einen massiven Blutverlust innerhalb kürzester Zeit, da kommt auch ein Notarzt nicht mehr rechtzeitig. Ne? Jetzt habe ich noch nie gesehen. In der Größe habe ich das auch in mir. Das ist echt, aber hier, ne? Das ist also eine echte krass, okay. Aorta in der Größe. Ich dachte, das wäre auch wieder nachgebildet. Und bei mir ist die aber innen drin ein bisschen verkalkt, weil ich so viel Fastfood esse. Ist das so? Ich esse echt ungesund, ja. Nee, dass die verkalkt, das weißt du? Weiß ich nicht, gehe ich von aus, weil ich so scheiße esse. Aber das ist ja immer für mich interessant zu sehen, wie das aussieht. Weil ich so scheiße esse. Ja, das ist faszinierend, was den Menschen so ausmacht. Und ja, jetzt frage ich mich, was haben die Holzflöcke? Das sind zwei, die sich selbst so eine Kanone gebaut haben mit diesen Holzpflöcken und die siehst du hier auf dem Bild. Ja. Und dann eben unfallmäßig hat der eine sich darüber gebeugt und der andere gefeuert. Abgedrückt. Und es sieht aber als eine Wippe, die haben mit einer Wippe haben die so eine Schussanlage draus gebaut, so, dass der Bolzen da, vor allem guckt euch mal die Kaliber an. Ich bin auch gerade am Überlegen bei solchen Dingern, so stirbt man, also ich überlege gerade, stirbt man da wirklich so? Also wenn solche, oder wurden die nur vergrößert, waren das so, weil normaler, gut, bei einer extremen Geschwindigkeit kriegst du es dann gegen den Kopf, so, ja gut, ist ein Schädel, dann hast du hier einen Schädelbruch.
Aber das ist auch so, das ist so ein doppelter Suizid, ne? Es gibt's auch, was ich auch schon öfters gehört habe, was ich auch extrem heftig finde. Zum Glück halt im Clear Web nicht so, sondern eher so in Richtung Darknet gibt es ja wirklich so Gruppen, die treffen sich dann alle, ne? Und sowas finde ich dann auch immer so heftig, weil wenn man so hört, dass sich dann so, keine Ahnung, mehrere, ne? Auch so Sekten, ne? Das ist immer. Pff. Ja. Wie erzählt man sowas der Polizei? Ja, der hat sich darüber gedrückt und jetzt ist er tot. Ja, so ungefähr. Ich kenne einen anderen Fall aus Brandenburg von vor ein paar Jahren. Da standen drei Männer um so eine Feuertonne rum, haben sich bis in die Hände gewärmt, jetzt auch kühle Jahreszeit wie jetzt. Und einer sagte: Mensch, wir haben doch da letztens so eine Stabhandgranate gefunden, lass die doch mal Was? holen. Hat er Wie kommt man auf solche dann kann man Ideen? beschissen. Und der einer von den dreien hat gesagt: Boah, das wird mir jetzt ein bisschen zu blöd hier, ich gehe mal. Und die anderen beiden sind tatsächlich in die Luft geflogen. Aber da muss man doch bei der Aussprache der Idee schon wissen, die ist jetzt nicht sehr gut. Irgendwie Ja, nicht ich weiß so. es nicht. Also, man kann es ja mal ausprobieren. Ne? Der Wald, ist Man das kann es irgendwas ja mal Besonderes? ausprobieren. Der Ja, Wald, lass mal. ich habe mal. Eine Granate, wer kommt denn bitte schon auf die dumme? Das ist ja nicht 4,80.000 Promille hätte. Ich würde niemals auf eine Idee kommen, eine Granate ins Feuer reinzuwerfen. Also, da muss man ja entweder, da müssten schon ein paar Chromosomen irgendwie abgestorben. Wie kommt man auf sowas? Vor ein paar Jahren auf Sat.1 eine Serie gehabt, dem Tod auf der Spur. Und da ging es um einen Fall, wo ein Jäger eben erschossen vor seinem Ansitzwagen, so heißt Ach es bei so, den das Jägern, saß. habe ich in dem Die Buch, Folge ich glaube sagt im mir Buch jetzt gerade gelesen oder irgendwo leider gehört, nichts. der so Dem echt. Tod auf der Spur ist, genau, und wo eben nicht klar war, was passiert ist. Ich will das jetzt auch nicht verraten, weil Boah, das das ist sehr, ich habe das tatsächlich gelesen und spannend war ist und fix und die fertig. Rekonstruktion sehr spannend ist. Es war eben alles möglich: Unfall, Suizid, Tötungsdelikt. Und das war eben das Modell, um das mal zu demonstrieren. Weil Wo hier war sein da saß Kollege sein Kollege, ja, und der hat nur ein, ja. der hat zwei Schüsse gehört im Abstand kurz nacheinander. Und ja, die Lösung war dann Die gibt's im Buch, tragisch. mehr sagen wir nicht. Und ich sehe schon, wie Timo guckt und das wissen will. Timo, erzählen wir die gleich. Du hast noch nicht genug von Michael Zokos und willst tiefer in die Welt der Rechtsmedizin abtauchen? Dann hol dir jetzt sein neuestes Buch, Zerrissen. Rechtsmediziner Dr. Fred Abel muss vor Gericht in einem besonders schweren Misshandlungsfall. Ich bin ja nicht so der krasse Buchleser. Weil ich einfach, liegt bei mir einfach daran, ich habe keine Fantasie. Ich brauche Bilder. Wirklich Bilder vor mir, sonst kann ich kann mir meistens darunter einfach, ich kann das nie in meinen Kopf, aber so irgendwie, ne, darstellen. Aber ich muss echt sagen, so von Michael Zokos würde ich mir definitiv mal ein Buch holen wollen. Handlungsfall aussagen. Bei dem Opfer, einem kleinen Mädchen, handelt es sich ausgerechnet um die Nichte seiner langjährigen Kollegin. Währenddessen findet Privatermittler Lars Möwig in seinem Kickbox-Club eine grausam zugerichtete Leiche in einem Boxsack. Schon bald führen ihn seine Ermittlungen in die Welt eines libanesischen Drogenclans. Eine Schattenwelt, in der es weder Gefangene noch Zeugen geben darf, seien sie auch noch so jung und unschuldig. Wenn das nicht genug Michael Zokos ist, gibt es noch weitere Werke? Zerbrochen, Hat er echt viel zerschunden, schon geschrieben, ey? abgefackelt, abgeschlagen. Für alle Hardcore-Fans gibt es jetzt auch das offizielle Dr. Zokos Instagram-Profil. Schaut vorbei und lasst ein Follow da. Oha, guck mal, da fällt uns schon ein Zaun entgegen. Das ist, nimm den mal ruhig in die Hand, Aaron. Okay. Typischer Zaun in Berlin, wo jeder schon mal rübergeklettert. Okay, ich bin jetzt. Viele Dinge waren hier auch echt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Zaun auch echt ist, dass er abgeflext wurde. Also, sprich, der wurde logischerweise Rechtsmedizin mit der Leiche gebracht, denke ich jetzt einfach mal. Also, dass sie nicht den ganzen Zaun abbekommen haben, dass sie den drin gelassen haben. Es ist nur die Frage, wie er dran verstorben ist, ne? Also. Ich würde sagen, rübergeklettert und vielleicht beim Klettern irgendwie mit dem Schuh sich so verhakt, dass der dann auf die Spitze dann komplett draufgefallen ist, aber mit dem Bobo wäre, glaube ich, sehr unangenehm. Und das Problem ist, glaube ich, man überlebt das ja lange, oder? Wenn man
So, ne, irgendwie, ne, ihr wisst schon, ne, was von hinten reingeführt bekommt. Ist und sich eine Hose versaut hat. Ja, aber der hier hat sich ein bisschen mehr versaut. Der ist nämlich bisschen. Aus 8 Meter Höhe auf diesen Zaun gestürzt und steckte dann auf diesen Zaun, ist da auch dann nach relativ kurzer Zeit hoch? Gestorben. Nee, die haben das muss albtraumartig gewesen sein, wie die versucht haben, den zu befreien. Und der Leichnam, das ist das Kuriose daran, kam eben mit diesem Zaun. Weil die er war halt nicht direkt tot, den Zaun abgeflext und den Leichnam mit Zaun drin steckend zu uns gebracht. Und das ist dann eben das CT-Bild hier. Nein. Also aus 8 Metern runtergefallen, blöderweise auf so einem Zaun gelandet, noch gelebt und dann leider verstorben. Und dann hat auch die Feuerwehr gesagt, ey, wir kriegen den da nicht runter, genau. Wurde er weggeschweißt. Und eine Obduktion musste natürlich durchgeführt werden, weil vielleicht ist er geschubst worden. Man muss wissen, wie viel Promille hatte der, ist der vielleicht unfallmäßig rausgefallen, stand er unter Drogen. Deshalb dann eben, und das ist jetzt hier das kuriose Überbleibsel. Ne? Manchmal... Aber wenn man mal so überlegt, ne, wie einen der Tod holen kann. Ich hatte vor 10 Jahren, gab es noch den einen Fall, wo ich damals gewohnt habe. Vielleicht habe ich deshalb auch immer noch panische Angst vor Bienen, ich weiß es nicht. Es war, ich glaube, ein Schüler. Und der hat beim Laufen was verschluckt. So, da denkt man sich ja erstmal nichts dabei, denkt vielleicht eine große Fliege und sowas, aber nein, es war eine Biene. Und beim Verschlucken hat irgendwie die Biene ihn in die Luftröhre reingestochen. Und das ist von innen dann, ne, hat sich das dann angeschwellt, ist dicker geworden und ist dann erstickt. Und wenn man mal so überlegt, wie schnell einen so der Tod holen kann, ne, das ist so übelst krass, so von einfach, stellt euch mal vor, ihr seid so unterwegs, so und ihr verschluckt was, denkt so, gut, nur eine Fliege und auf einmal kippt ihr so, oder abends schlaft so ein und auf einmal kriegt ihr keine Luft mehr und seid dann tot, ne? Das ist richtig krass. Wie oft haben Sie jemanden da liegen und da sagen, also dass man so sterben kann? Ich habe dauerhaft so. Oft. Dass Sie auch denken, so. Oft. Hatte ich noch nicht. Ja, also der. Tod ist ganz schön gemein manchmal, nicht? Wie er sich die Leute holt. Manchmal ist natürlich auch Blödheit dabei, das muss man wirklich dazu sagen. Also da wundert man sich, wie alt einige Leute geworden sind. Ich erinnere mich an einen Fall, das muss so 2008, 2009 gewesen sein. Da hat einer hier in Berlin in der U-Bahn randaliert und hat sich an diesen Haltegriffen rumgeschleudert wie so ein Affe und hat die Türen rausgetreten in der fahrenden U-Bahn. So, das hat er dann nochmal gemacht und da kam auch gerade ein Zug entgegen und der hat ihn erwischt und ihn rausgerissen und einmal durchtrennt. So. Aber ich meine, wenn man sowas macht, wundert mich sowieso, wie alt er überhaupt geworden ist. Ja, aber... Meine Lieben, ich brauche jetzt eine kleine Pause, weil das war wieder ganz schön viel Input und ihr sicher auch. Deswegen ist das Video jetzt vorbei. Nächste Woche geht spannend weiter. Deswegen lasst mal ein Like da, kommentiert eure Fragen an den Doktor und folgt ihm auch auf Instagram. Bis nächste Woche. Tschö. Ja, wieder eine sehr, 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 sehr coole Folge. Also, wie schon gesagt, den Zirkus kann man sich einfach anhören. Der ist so ein sympathischer Rechtsmediziner, sage ich jetzt mal. Und krass, ja, wie einfach so der Tod einen doch einholen kann. Da denkt man doch dann immer wieder drüber nach, so dass man doch nur menschlich ist, so auch wenn man sich manchmal übermenschlich fühlt, aber geht doch dann manchmal schneller als gedacht, ne? Und spannende Folge, sehr spannende Folge. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Und vielen Dank für den Vorschlag. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.